Moin Kinners, ihr seid wieder richtig bei Cheap Mr. Z, Whisky unter 25 Euro. Heute habe ich für euch einen Glen Turner dabei. Den habt ihr bestimmt schon überall mal gesehen. Den gibt es in fast jedem Supermarkt. Es ist diese rote Box hier. Ich glaube, ich habe ihn sehr oft bei Rewe und Edeka gesehen. Ich glaube, bei Real glaube ich auch. Kostenpunkt ist so zwischen 15 und 20 Euro. Meistens kostet er im Supermarkt aber so, ich meine, um die 17 Euro. Ja, warum habe ich den ausgewählt? Weil ich mir gedacht habe, ich nehme mal einen Whisky, den ja, vielleicht viele schon gesehen haben, aber vielleicht einfach noch nicht gekauft haben oder vielleicht sich nicht getraut haben. Deswegen mache ich den heute mal wieder mit euch auf. So sieht das Ding aus. Farbe, ihr seht, hat eigentlich eine coole Farbe, aber wir müssen schon mal direkt sagen, ist gefärbt. Warum färbt man? Ganz einfach, damit der Whisky, also zumindest sagt die Industrie uns das, die sagen, wird gefärbt, damit der Whisky halt immer gleich aussieht. Ne? Also klar, Whisky ist ja ein Naturprodukt, kommt ja ins Fass und du kannst halt nie, also du kannst nicht wirklich beeinflussen, wie die Farbe am Ende aussieht. Manchmal ist der zu hell, manchmal ist der zu dunkel. Und wenn der aber dann wirklich zu hell sein sollte und nicht so aussieht wie das jetzt hier in der Flasche, dann nimmt man halt Zuckercouleur, also E150 und färbt das dann ein, damit es dann halt so aussieht wie immer. Bei Glen Turner steht jetzt nicht drauf, was da oder welche Brennerei tatsächlich dahinter steckt. Wir wissen aber, dass da Glenmorie hintersteckt. Wer Glenmorie nicht kennt, ich hole mal eben kurz ein Fläschchen davon raus. Dann könnt ihr mal gucken, welche das sind. Hier, das ist Glenmorie. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ist auch so ein typischer Supermarkt-Whisky. Gibt es einfach überall in jedem Supermarkt. Auch für knapp 20 Euro, unter 20 Euro, über 20 Euro. Je nachdem, wo man halt guckt. Das Besondere hier an dem Glen Turner ist aber, dass der circa 6 Jahre alt ist und der hat einen Finish bekommen. Also der wurde 6 Jahre regulär gereift, circa, man weiß es nicht genau. Und danach haben die den noch in Portweinfässer gepackt und da quasi nachreifen lassen. Also finishen heißt das ja. Heißt also, wir haben hier einen leichten Einfluss vom Portwein, würde ich sogar fast sagen, weil wenn man mal genauer guckt auf die Farbe im Glas, auch wenn es gefärbt ist, aber ich finde, der hat so einen ganz leichten Rotschimmer. Ja, vielleicht fragt ihr euch auch gerade, was nimmt der hier sich für ein komisches Glas? Dazu gibt es bald auch noch ein Video, wo ich mal kurz erkläre, welche Gläser man gut benutzen kann zum Whisky verriechen, zum Whisky verkosten. Ich benutze immer die Glencairns, es gibt aber natürlich auch noch andere. Dazu später dann mehr auf diesem Kanal. So, ich würde sagen, wir haben jetzt genug zum Grundprodukt gesagt. Ich glaube, wir müssen einfach mal die Nase reinhalten. Vielleicht mal gucken, ob wir so ein Glas haben. Also los geht's. Also der Kollege hat 40% und ich finde, die 40% sind, ja, gehen ein bisschen unter. Also er riecht sehr, sehr weich, sehr mild. Im ersten Moment würde man vielleicht gar nicht dringend darauf tippen, dass es ein Whisky ist. Aber was ich total cool finde, ist, er riecht ganz leicht nach Erdbeer. Also der hat so eine krasse Vanillenote und dann kommt so wirklich so hinten raus, kommt so eine ganz leichte Erdbeernote. Und ihr kennt ja alle diese Haribo-Erdbeeren, diese, wie heißen die? Keine Ahnung, diese Schaumerdbeeren. Primavera, ich glaube, die heißen so. Und ich denke, muss gerade so ein bisschen daran denken, so an so eine klassische Ex-Bourbon-Reifung, wo irgendwie so ein Haribo Primavera-Ding reingefallen ist. Also die Bourbon-Reifung kommt voll durch. Dieses Ex-Bourbon-Fass riecht man total. Ich finde, das hat immer so einen leichten, muffigen Touch. So ein bisschen Vanille, eine schöne Süße dabei und so eine leichte Säure. Und dann ist da für mich einfach diese Erdbeere. Die süße Haribo Primavera Erdbeere. Ja, macht in der Nase schon mal nichts falsch, ne? Also probieren wir mal. Slanger Kinners. Sehr positiv. Ich muss sagen, wow. Der schmeckt auch krass nach Erdbeer. Also der hat echt viel von dem Portfass mitbekommen.
Da muss ich doch mal gleich gucken, ob hier irgendwie was draufsteht, wie lange das ein Port fast Finish bekommen hat. Aber steht nicht mit drauf. Nee. Das ist schade, aber das ist nicht so schlimm, weil ganz ehrlich, ich bin gerade wirklich positiv überrascht und ich finde, das ist ein... Also klar für den Whisky-Nerd ist der vermutlich jetzt so zu easy, zu einfach, nicht so der Whisky, den man vielleicht haben möchte, aber ich sag für jeden anderen, gerade für dich, der gerade zuschaut, weil du halt auf einem Kanal zuschaust, wo es günstigen Whisky gibt, den du dir auch leisten kannst, kann ich nur sagen, wenn du mal einen Einstieg haben möchtest in die Aromen beim Whisky, aber nicht viel Geld investieren willst, dann hol den Glen Turner Double Cask, weil ganz ehrlich, dieses Erdbeeraroma, es ist nicht sehr häufig, dass das im Whisky ist, aber das finde ich sowohl in der Nase deutlich riechbar, als auch im Geschmack. Du schmeckst es deutlich raus, dass es Erdbeere ist. Das finde ich total gut. Also der ist auch nicht so, der hat auch keine herbe Note, dass das vielleicht ein Fass sein könnte, was schon zu ausgelutscht ist, was schon zu oft benutzt worden ist. Das ist einfach angenehm zu trinken. Es ist ein Easy Sipper und der ist echt lecker. Also kann da nicht meckern. Ich pulle mal einen Schluck. Leckerer Whisky. Schöner, easy Sipper, schön fruchtig, bisschen Vanille. Du merkst so ein bisschen vom Holz, aber hauptsächlich ist von Anfang bis Ende, bis zum Abgang hinten raus, hauptsächlich Erdbeere mit drin. Das finde ich geil. Das bei dem Preis. Also ich glaube, ich habe auch 16 Euro oder 17 Euro bezahlt. Ich bin mir nicht ganz sicher mehr, aber der steht schon so lange in meinem Regal und hat nur auf den richtigen Moment gewartet und ihr seid heute die, die es miterleben dürfen. Ja, also Leute, von mir eine ganz klare Kaufempfehlung für Glen Turner Double Cask. Da hätte ich niemals mit gerechnet. Ich habe auch gedacht, vielleicht ist das eher so bitteres Zeug, vielleicht kann man das nur mischen mit Cola oder so, aber das ist echt lecker. Also das ist für mich hier auf jeden Fall 4 bis 5 Daumen hoch. Absolute Kaufempfehlung für mich. Sehr, sehr leckeres Zeug und wenn ihr den demnächst mal im Supermarkt seht und ihr seid euch nicht sicher, ob ihr das mitnehmen sollt oder nicht, könnt ihr einpacken, schmeckt. Also, wenn ihr den selber probiert habt, vielleicht habt ihr schon die Erfahrung damit gemacht, schreibt mir gerne mal Feedback in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Natürlich nur, wenn ihr auch ein Abo und ein Like da lasst. Aber nein, wir sehen uns trotzdem beim nächsten Mal wieder hier auf diesem Kanal. Ich freue mich auf euch, euer Cheap Mr. Z.